ist eine Level-1-Spinne. Und um uns weiterzuentwickeln, müssen wir andere Spinnen auffressen. Und unser Ziel heute wird es sein, von einer Level-1-Noob-Spinne bis hin zu einer Level-999-Pro-Spinne zu werden. Und, Freunde, ich hoffe, ihr habt keine Angst vor Spinnen heute. Los geht es! Wir fangen an mit der Level-1-Noob-Spinne und wir müssen, wow, jetzt andere Spinnen auffressen, um, wow, uns weiterzuentwickeln, Freunde. Level 2, wir sind mittlerweile eine schwarze Spinne mit weißen Spikes. Das ist ein, wow! Okay, die sieht giftig aus. Die sieht schon sehr, sehr giftig aus. Und unser Ziel wird sein, die beste Spinnenentwicklung aller Zeiten zu haben. Wow! Wo haben wir uns teleportiert? Hallo? Bin ich hier richtig bei, oh mein Gott, warte mal, was? Wir können jetzt die andere kleine Spinnen auffressen und irgendwie sowas bei den Leveln. Oh mein Gott, Level 4, renn. Oh mein Gott, nein. Wir werden verfolgt. Okay, sorry, dich musste ich essen. Okay, oh nein, wir sind zu klein. Wir sind eine kleine Noob-Spinne. Gibt es denn hier keine kleineren Spinnen, die wir aufessen können? Okay, ich glaube, wir sind zu klein. Wir wurden komplett aufgefressen. Egal, kein Problem. Es geht sowas von schnell weiter. Und unser Ziel wird es natürlich sein, bis zu einer Level 999 Spinne zu kommen. Okay, die Spinnen können wir anscheinend... Wow, jo. Wir wurden aufgefressen. Okay, ich glaube, wir sollten mal unser... Oh, Spinnenlevel upgraden. Und unser Speed, dass wir auf jeden Fall ein bisschen schneller unterwegs sind. Und jetzt starten wir schon als Level 2 Spinne. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Okay, die Level 3 Spinne war bis jetzt... Oh mein Gott, unser Highlight und oh mein Gott, Level 4. Level 4. Wir sind jetzt eine gelb, oh mein Gott, grüne Spinne. Die sieht auch giftig aus. Und wir teleportieren uns wieder. Ah, okay. Ich glaube, das ist hier die Kampfzone. Hier können wir dann gegen andere Spinnen oder sowas kämpfen oder sowas. Aber das Problem, wir sind erst Level 4. Und okay, die ist Level 11. Mit der lege ich mich nicht an. Nein, Level 9. Oh nein. Stopp. Leute, Spielpause. Spielpause. Oh mein Gott, die snacke ich noch weg. Nein. Junge, alle gegen auf mich. Das ist unfair. Stopp, das ist unfair. Ich fühle mich, ich habe Angst. Freunde, wir können alles friedlich klären. Und okay, ich glaube, wir haben keine Chance. Ab geht es ins nächste Level. Wir graden. Boom. Unser Spinnenlevel ab. Wir starten als Level 4 Spinnen. Okay, dies Level 5. Die können wir noch nicht auffressen, würde ich sagen. Und okay, jetzt sind wir selber Level 5 hier anscheinend. Okay, jetzt haben wir einen neuen Skin freigeschaltet. Die sind jetzt blau und... Okay, Junge, die sieht aus wie eine Schildkröte. Das sieht aus wie so eine Panzer. Oh mein Gott, vom Schildkröte Level 6 plus Level 6. Komm schon, wir haben die 7er freischalten. Oh mein Gott, jetzt sind wir komplett lila einfach. Und ihr seht, Freunde, alle Spinnenentwicklungen, die wir vor uns haben. Und am Ende wird es einen krassen Bosskampf geben. Und okay, Level 7, US Level 7. Komm her, das war's. Wir werden einfach aufgefressen. Oh mein Gott, Level 8. Nein, stopp. Mit dir habe ich keinen Bock, mich anzulegen. Wieso rennen hier die Menschen so entspannt hier rum? Ich fresse sie alle auf. Okay. Boom. Nächste Person geheatet. Ich weiß gar nicht, ob wir hier unser Level aufsteigen können oder sowas. Und Och nö. Jetzt kommt der noch. Och nö. Wow. Und wir wurden erledigt. Kein Problem. Wir haben genug Münzen, um jetzt uns noch weiter abzugraden. Boom. Okay, wir starten jetzt mittlerweile als Level 5 Spinne oder sowas. Oh, schau mal, wie groß wir schon sind. Was ist das denn? Volleyball und wir wurden zerquetscht. Hey Mann, ich wollte ein bisschen Volleyball spielen. Und okay, Speedrun. Aber okay, anscheinend werden wir zerquetscht von dem Volleyball. Das ist auf jeden Fall gut zu merken. Okay, Freunde, werden wir die nächste Spinnenentwicklung freischalten. Oh, jetzt sind wir auch die Spider-Man. Okay, wir sind noch eine Stufe weiter aufgestiegen. Und schau mal, wie viele wir besiegen können. Bis zu Level 9 Spinne. Oh, und wir haben uns... Warte, was freigeschaltet? Oh, wir können uns hier so verschiedene Items hier freischalten. Und ich würde sagen, warte mal. Oh mein Gott, jetzt 200 Leben. Und was? Das ist jetzt ein Bonus-Level. Wir können jetzt hier alle Spinnen bam, hier komplett besiegen. Okay, ich glaube, damit haben wir richtig viele Münzen. Und damit können wir unsere Spinne auf jeden Fall noch weiter upgraden. Boom. Okay, die lila Spinne wird auf jeden Fall auch besiegt. Die Level 1000 Spinne, holy. Die haben echt sehr, sehr viel Leben. Und die Bauarbeiter stehen da wie Noobs einfach in den Ecken. Okay, euch werde ich besiegen. Alter, was ist das? Was ist das für eine Riesenspinne? 100.000 Leben. Okay, gegen die haben wir keine Chance, Freunde. Aber wir werden sie besiegen. Wir werden sie auf jeden Fall noch irgendwie besiegen. Und, boah, wir haben richtig viele Münzen bekommen. Damit graden wir nochmal, zack, unsere Stärke ab und unsere Schnelligkeit. Können wir auch nochmal ein bisschen upgraden, dass wir, ein bisschen schneller und flinker auf unsere kleinen Spinnenbeinen sind. Das gefällt mir schon sehr gut. Okay, ich glaube Level 8 oder so war, glaube ich, unsere beste Stufe, die wir bis jetzt, oh mein Gott, freigeschaltet haben. Aufpassen vor den Fliegeklatschen. Genau, Level 8. Freunde, was kommt nach der 8? Natürlich die, 9. Let's go. Oh, ew, die sieht eklig aus. Die sieht eklig aus mit solchen grünen Beinchen und sowas. Und wir entwickeln uns Stück für Stück weiter. Und macht euch ready. Oh, für die beste Entwicklung. Was? Ein Spinnenrennen? Und oh mein Gott, let's go. Oh mein Gott, wir müssen Wassermelone essen. Renn. Oh mein Gott, ich hole euch alle auf. Let's go. Oh, was ist das hier? Wow, Speedtrank. Oh mein Gott, ja, ich bin Erster. Noob. Oh mein Gott, let's go. Was ist das? Ich habe noch nie ein Spinnenrennen gesehen, muss ich sagen. Aber es gefällt mir.
Es gefällt mir. Zack, zack, sehr gut. Okay, wir müssen alles essen. Und, oh nein, wir müssen vor dem Volleyball aufpassen. Ja, das merken wir uns. Alter, wir sind Erster. Ich sehe nicht mal die anderen. Und, wow. Okay, ab geht es. Zack, über die Stachel hier. Nicht von, oh mein Gott, von dem Schuh treffen lassen. Das wäre auf jeden Fall ganz und gar nicht gut. Und, okay, bounce drüber. Easy, oder? Easy. Usain Bolt als Spinne am Start. Let's go. Platz Nummer 1. Wo sind die anderen? Ey, da kommen sie. Eine Minute später, ey. Boah. Freunde, wir graden unser Spinne-Level auf Stufe 7 ab. Oh yeah, jetzt wird gefressen. Jetzt können wir mittlerweile jede einzelne Spinne fressen. Ihr seht es, wie stark wir mittlerweile sind. Aber Freunde, macht euch bereit für die allerletzte Entwicklungsstufe der besten Spinne. Dafür seid ihr auf jeden Fall nicht ready. Okay, Freunde, und haben wir es geschafft? Mehr Spinnen. Level 10. Wir haben die erste Level 10 Spinne. Und Junge, ich bin so gelb-schwarz. Das sieht aus wie eine Biene oder sowas. Zack. Und jetzt haben wir die 10er Stufe am Start. Oh, schalte mir die nächste Stufe sogar noch frei. Boom, Level 11. Ew, das ist doch keine Spinne. Spinne haben noch 8 Beine. Die hat 4 Beine. Und Junge, die sieht aus wie von einem anderen Planeten oder sowas. Zack. Die wird weggesteckt. Das sieht aus wie so ein Oktopus oder sowas. Aber, okay, das ist anscheinend die nächste Stufe. Okay, 50% haben wir vom neuen Item freigeschaltet. Let's go. Und wir teleportieren uns in die Kampfzone. Okay, jetzt mache ich euch alle platt. Boom, kommt her. Ich bin stärker. Ich bin stärker als ihr alle. Guck mal, du wirst aufgefressen. Ja, komm her, komm her, komm her. Hier ist der nächste Level 10. Ey, komm noch. Komm noch. Na, boom. Easy. Na, wer will noch Stress? Zack. Du, komm her, komm her. Euch kleinen Sohn, ein paar kleine Snacks. Gönnt man sich auch. Oh mein Gott, Level 12. Nein, 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 nein. Chill. Chill, okay? Wir können als Team zusammenarbeiten. So war das nicht gemeint. So war das Ganze nicht gemeint. Level 14. Och, nö. Och. Oh mein Gott, dich esse ich doch. Let's go. Alter, was ist das da hinten für Spinnen? Level 20. Holy. Was geht da hinten bitte ab? Okay, Junge. Junge, hier. Hilf mir. Hilf mir. Leute. Oh mein Gott. Okay, alle greifen mich an. Alle greifen mich einfach an. Zack. Das Spinnenlevel wird weiter erhöht. Und die Reise geht auf jeden Fall weiter, Freunde. Okay, oben links seht ihr natürlich immer die Stufen. Wie viele Spinnen wir auffressen müssen. Zack, 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 zack. Oben zur nächsten Stufe freischalten. Okay, wir sind wieder auf 10. Wir sind, wieder auf 10. Was ist das bitte? Und wir sind gleich schon bei der Stufe 11. Komm schon, bevor wir jetzt hinkommen. Nächste Stufe. Ah, okay, die hatten wir schon. Okay, die hatten wir schon am Start, muss ich sagen. Das bedeutet, wir brauchen mehr Upgrades. Okay, jetzt starten wir schon ab Level 9. Nein, nicht von der vielen Klatsche treffen lassen. Easy. Oh, hier vorbei, muss ich sagen. Und Freunde, ich finde bis jetzt, alle Spinnen sind super gruselig. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Angst vor Spinnen. Also, was heißt Angst? Nicht Angst, aber ich finde die schon ein bisschen eklig, muss ich sagen. Also, Spinnen und ich werden auf jeden Fall... Boom! Nicht beste Freundin. Alter, schaut euch das Ganze mal an. Wenn ich sowas in meinem Zimmer sehen würde, ich würde um mein Leben rennen. Ich würde umziehen. Ich würde die Stadt wechseln, okay? Ich würde das Haus wechseln und die ganze Stadt wechseln. Aber wir haben es geschafft. Und, oh, da bin ich das nächste Bonus-Level. Okay, das ist cool, muss ich sagen. Wir haben das nächste Item freigeschaltet. Und hier können wir bam, bam, bam alle besiegen. Alle besiegen. Mal schauen, ob wir es jetzt ansatzweise eine Chance haben, gegen die letzte Mutantenspinne anzukommen. Okay, der Kollege vor uns hat schon 1000 Leben. Aber, okay, das Ganze ist kein Problem. Wir sind so, sowas von stark. Aber guckt euch das Ganze mal. Guckt euch das Ganze mal, Junge. 100.000 Leben. Vielleicht schaffen wir, oh mein Gott, 10.000 abzuziehen. Und, oh mein Gott, okay, es ist unmöglich. Wie sollen wir das Ganze schaffen? Indem wir uns upgraden. Indem wir uns weiter upgraden. Und was anderes bleibt uns jetzt auf jeden Fall hier nicht übrig. Also ist immer schön, oh mein Gott, weiteres Upgraden. Alter, wir starten. Und wir starten direkt schon mit der Level 11 Spinne. Das kann nur eine gute Runde werden. Das kann, ew, das ist doch keine Spinne. Das sieht aus wie ein fetter Käfer. Junge, stell dich mal vor, ihr würdet sowas sehen. Oh Gott, nee, darauf hätte ich keine Lust. Junge, was ist das für eine riesige Kartoffel? Holy, oh mein Gott, Level 14. Ich glaub's nicht. Alter, wir haben richtig viele Level geskippt. Das ist ein gutes Level. Das war bis jetzt unsere beste Runde, muss ich sagen. Zack, 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 alle vorbei. Wir sehen sogar eben das Ziel. Wir haben nicht mehr viel. Wir haben nur noch ein paar Entwicklungsstufen vor uns. 3, 2, 1, let's go! Und wir rennen mit unseren kleinen Spinnenbeinchen, muss ich sagen. Also, ich hätte zwar Angst vor den Spinnen, aber ich meine, heute in diesem Video, Freunde, sind wir die Spinne. Und deswegen würde ich sagen, haben wir natürlich hier keine Angst. Ich frage mich, ob andere Spinnen Angst vor anderen Spinnen haben. Wisst ihr, dass die anderen irgendwie gruseliger sind oder sowas? Aber okay, wir müssen uns konzentrieren. Immer essen, immer schön viel fressen hier. Zack, wow, let's go! Nicht vom Volleyball hier treffen lassen. Alter, was ein Speedrun. Was ein Speedrun. Guckt euch das ganz an. Das ist die schnellste Spinne der Welt. Holy. Holy. Was geht ab? Wie schnell sind wir bitte auf unseren Beinen drauf? Junge, wenn eine Spinne so schnell mich verfolgen würde. Eieiei. Ich weiß nicht, ob ich dann noch... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Okay. Platz 1 sind wir geworden. Easy. Und wir bekommen unsere Belohnung ab. Und damit graden wir uns noch weiter ab zu Level 11. Fische. Okay, wir haben hier Fische sogar am Start. Yummy, yummy, yummy. Die werden jetzt alle aufgefressen. Okay, wir starten schon mit Level 12. Ich glaube, wir haben noch ein paar Stufen vor uns. Wir haben noch ein paar letzte Stufen vor uns, bis wir die beste Spinneentwicklung, oh mein Gott, aller Zeit freischalten. Oh ja. Wir müssen einfach fressen. Einfach fressen. Einfach Mund auf und dann einfach alles aufessen, was uns...
In die Quere. Komm, okay. Level 14. Level 14 mittlerweile. Und wir teleportieren uns in die Kampfzone. Moin, moin. Na, was geht ab? Ich glaube, jetzt können wir auf jeden Fall noch mehr besiegen oder so. Okay, hier das Essen. Okay, bekommen wir noch ein paar Münzen. Das snacken wir uns. Gibt hier mir auch Münzen. Okay, ein paar oder sowas. Aber ich glaube, hier die dicken Spinnen. Die dicken Spinnen müssen wir jetzt hier alle auffressen. Komm her, Batz. Batz, Junge, das war's mit dir, Kollege. Och nö, ich werde wieder verfolgt. Ich werde wieder verfolgt von der Level 50 Spinne. Komm schon, gibt's hier nicht irgendeine andere oder so? Oh, die kann ich auch aufessen. Komm her. So, bevor ich erledigt werde, dich nehme ich noch mit. Dich nehme ich noch in den Abgrund mit, muss ich sagen. Ja, komm, mach mich platt, mach mich platt. Ich hab's verdient, okay? Ich hab's verdient. Level 12. Oh ja, jetzt geht's ab, Freunde. Wir fressen einfach nur alles auf. Wir fressen einfach nur alles auf, muss ich sagen. Verdammt, das war's schon? Das war schon das Level? Alles klar, okay. Das war aber sehr kurz, muss ich sagen. Und Freunde, ihr seht, wir haben noch... Okay, wir haben noch 5 Stufen vor uns, bis wir zum Boss kommen. Oh mein Gott, okay, wir haben das nächste Item hier equipped und damit sind wir jetzt anscheinend noch stärker. Okay, das sieht aus wie solche Wasser-Items oder irgendwie sowas. Peng, peng, peng. Die wird auf die anderen Spinnen oder Käfer oder was auch immer ihr seid. Junge, das sind doch keine normalen Spinnen, oder? Ich hoffe, solche Spinnen gibt es auf jeden Fall nicht in echt. Ansonsten weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, die gibt es so im Spiel. Hoffe ich zumindest. Oh mein Gott. Okay, den Volleyball können wir trotzdem nicht besiegen. Oder okay, wir kommen zum Endboss. Wir kommen jetzt zum Endboss. 100.000 Leben. Wie viel können wir Metzi abziehen? Alter, wir haben immer noch keine Chance. Was? Ey, das ist krass. Okay, wir graden nochmal unsere Speed up und dann, Alter, es geht direkt weiter. Es geht direkt weiter. Ohne zu warten, Freunde, Stufe 15. Muss unser nächstes Ziel sein. 14. Oh mein Gott. Okay, ist bis jetzt hier die Stufe? Ja, wir können es schaffen. Das ist es. Das ist es. Wow, okay, die sieht so cool aus. Ey, also, ich würde trotzdem mein Leben rennen, wenn ich die sehen würde, aber... Alter, die sieht aus wie so eine Roboterspinne oder sowas. Mit lilanen Klauen oder sowas. Das gefällt mir. Und wir kommen unserem Ziel immer näher. Okay, ab geht es. Das nächste Spinnrennen. Junge, wie schnell ist diese Kartoffel vor mir? Holy. Okay, die ist echt schnell. Junge. Junge, Junge, wie schnell ist die? Junge. Okay, das ist krass. Das, okay, 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 okay. Jetzt habe ich ein krasses Battle. Freunde, die anderen waren, muss ich sagen, waren echt einfach. Aber, okay, der flitzt vor mir. Wie kein Zweiter. Okay, wir haben ihn aufgeholt. Wir haben ihn noch aufgeholt, muss ich sagen. Aber, Junge, er hängt mir am Nacken. Er hängt mir uns am Nacken, Freunde. Jetzt ganz schnell, wir essen alles auf, um jedes Power-Up hier mitzunehmen. Zack, 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 zack. Und, komm schon. Dann sollen wir es geschafft haben. Oh, okay, das ist aber knapp. Mal schauen, wie der Zweite kommt. Und, da ist er. Da ist auf jeden Fall die Kartoffel am Start. Wir schalten. Zack, die nächste Stufe, Freund. Oh, jetzt spawnen wir als diese dicke Kartoffel hier. Aber das ist gut. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Weil so können wir ein ganzes Level schon mal skippen. Und damit können wir vielleicht sogar Level 16 freischalten. Und ich glaube, wir sind jetzt schon 15. Die sieht cool aus, muss ich sagen. So eine Roboterspinne mit so solchen lilanen und blauen Armut. Ew, okay, die sieht wieder eklig aus. Nächste Stufe, wir sind ein grüner Klops. Wir sind einfach ein grüner Klops. Okay, schaut mal, wie viele Stufen wir mittlerweile sind. 14, 15, bis hin zu 16 kommen wir. Und, okay, wir haben gleich das nächste Level freigeschaltet. Okay, ab geht's durchs Portal, mal schauen, ob es hier neue Gegner gibt, die wir besiegen können. Da hinten ist einer. Jo, dich mach ich platt, komm her. Dich mach ich platt, bevor ich jetzt aufgefressen werde. Ja, aber ist mir egal. Es ist mir egal. Ich hab's geschafft. Und dann würde ich sagen, let's go. Weiter geht es weiter. Und nein. Wow. Okay, wir sind wieder Stufe 16. Wir sind wieder Stufe 16. Kommt schon, mehr Spinnen. Ist das alles, was ihr drauf habt? Zack, wir essen die nächste. Jumpen nach oben. Oh, das sieht gut aus. Das sieht... Oh, was ist das denn hier? Mit solchen dünnen Beinchen. Das sieht aus wie so eine Eisspinne oder sowas. Die sieht auf jeden Fall sehr krass aus. Alter, wir haben uns sogar fast bis zu Level 18 freigeschaltet, muss ich sagen. Das bedeutet, das hier ist die nächste Spinnenstufe hier. Und okay, noch zwei Stück. Und wir haben uns hier das neue Item freigeschaltet. Das testen wir jetzt hier. Oh mein Gott, sofort aus. Komm schon. Da müssen wir doch jetzt hier ansatzweise eine Chance haben gegen den ultimativen Spinnenboss. Ich will es hoffen. Ich will es hoffen, muss ich sagen. So, die können wir alle ohne Probleme besiegen. Das hier ist kein Problem. Zack. Hier seht ihr das Ganze. Boom, boom, boom. Ohne großes Problem. Aber da ist der Endboss. Okay, wir können jetzt schon schießen. Wir können jetzt schon von den schießen, dass wir auf jeden Fall gut Damage machen. Okay, okay, aber nein. Wie? Wie sollen wir ihn besiegen? Aber, okay, wir haben ihm gut Schaden gemacht schon. Aber wir haben mittlerweile genug Münzen, um uns zwei Stufen weiter upgraden zu können. Das bedeutet, wir fangen jetzt schon sogar an als Level 15 Spinne. Und, okay, ich glaube, das wird jetzt die Runde. Das könnte die Runde werden. Wenn wir jetzt hier viele Spinnen haben, hier, zack, die wir auffressen können, um jetzt auf jeden Fall, oh ja, auf Stufe 18 zu kommen. Was ist das? Das ist doch keine Spinne mehr. Junge, ich bin ein Roboter. Was zum Teufel ist das bitte für eine Spinne? Und wir haben noch eine letzte Stufe vor uns. Und Alter, ist die hässlich. Stufe 18 versus Stufe 18. Boom. Wir haben ihn easy aufgefressen. Ew. Ew.
Was ist das? Das ist ein Gesicht von einem Menschen einfach. Junge, wie hässlich ist der denn bitte, Junge? Aber okay, wir haben noch eine letzte Stufe bis zum Boss. Okay, davor, ab geht es ins Portal. Ich glaube, Junge, wie sehen wir denn aus? Ich glaube, hier soll es irgendwo eine Spinne geben. Ich glaube, dort hinten, die wir jetzt auf jeden Fall doch noch besiegen können. Denn wir sind mittlerweile stärker. Wir sind auf jeden Fall stärker geworden. Da ist sie! Hey, mein hässlicher Zwillingsbruder, na? Ich bin hässlich und ich bin stolz. Und da wurde er umgeheatet. Easy. Okay, ab geht's ins nächste Level. Bevor wir auffressen werden, zack, geht es hier sofort weiter hier und wir essen alles auf. Jetzt wird es geht's aber ab mit unserem Alien Blaster oder was auch immer das ist. Probieren wir jetzt alle zu besiegen. Okay, ich habe das vorletzte Item, was wir jetzt haben. Und dann sollten wir auf der maximalen Stufe sein. Und Freunde, wenn wir es jetzt nicht schaffen, weiß ich auch nicht. Zumindest mal die Hälfte oder sowas abziehen von seinem Leben. Da hinten ist der. Da hinten ist der Endboss. 1000 Leben hat der. Alter. Okay, keine Chance. Wir haben immer noch keine Chance. Komm schon, wir bauen noch eine Stufe. Wir bauen noch eine letzte Stufe. Und dann können wir es auf jeden Fall schaffen, bis hin zum Spinnenboss zu kommen. Und okay, wir sind jetzt schon Stufe 19. Noch ein letztes Level, Freunde. Und dann sollten wir Level 20 sein. Wird es ausreichen? Und wir sind Level 20. Wir sind Level 20, Freunde. Oh mein Gott. Schaut euch mal diesen lilanen Klumpen an. Okay, und jetzt sollten wir es doch schaffen. Wir sollten jetzt jede einzelne Spinne, oh mein Gott, besiegen. Bam, bam, bam. Alle aus dem Weg. Oh, das ist der Boss. Das ist der Boss. Und boom. Attacke. Let's go. Wir haben ihn besiegt. Wisst ihr aber, was noch besser ist als 20? Boom. Level 21. Okay, Freunde. Wir starten jetzt sogar mit der neuen Form in Level 21. Boom. Okay, jetzt sind wir sogar 22. Okay, ab jetzt gehen die Stufen auf jeden Fall nochmal richtig krass ab, Freunde. Wir essen alles auf. Wir fressen alles auf, was uns in die Quere kommt. Wow, das ist so ein Totenkopfspinne oder sowas. Okay, die ist bis jetzt die krasseste. Die ist bis jetzt krass. Alter, 25. Was für eine Roboterspinne. Es wird immer verrückter. Es wird immer und immer verrückter. Ew. Muss ich sagen, Alter. Wir haben ja richtig viele Level in diesem einen Level geschafft. Und, okay, ihr seht, wir haben neue Spinnen auf jeden Fall vor uns. Let's go. Aber wir sind schon relativ weit. Wir sind schon relativ weit bis zu der Spinne. Okay, noch drei Stufen. Noch drei Stufen brauchen wir. Und wir haben fast das beste Item hier freigeschaltet. Okay, mal schauen, ob wir jetzt hier ansatzweise, eine Chance haben. Hallo, na, habt ihr mich vermisst? Ich bin neu hier. Okay, gibt es hier eine andere Spinne in meinem Niveau, die ich hier besiegen könnte? Oh, tatsächlich, da, die Totenkopfspinne. Okay, das ist die nächste, die wir auffressen können. Okay, da würde ich sagen, komm her, zack. Nummer 1 und Nummer 2 wird gesnackt. Okay, wir haben noch eine letzte vor uns. Oh, wo sind wir jetzt angekommen? Wir sind irgendwo hier in der Wüste anscheinend, auf einer neuen Map. Aber, Freunde, okay, ich glaube, hier gibt es nochmal richtig krass viele neue Spinnen. Ist es eine Giraffe? Haben wir Giraffen-Skin jetzt freigeschaltet? Okay, das sieht auch, wow, sehr verrückt aus. Okay, was ist das, so ein Rainbow-Spinnen-Skin oder irgendwie sowas? Stufe 28. Okay, 29. Wir haben den ultimativen Diamant-Skin freigeschaltet und sind auf Stufe 30, Freunde. Oh mein Gott, und jetzt würde ich sagen, alle aus dem Weg. Alle aus dem Weg. Boom, boom, boom. Boah, das sind jetzt alle Spinnenentwicklungen, die wir uns nach und nach freigeschaltet haben. Und das ist der letzte Spinnenboss, den wir besiegen werden. Freunde, das war die beste Spinnenentwicklung. Like und Abonnieren nicht vergessen. Und da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.